Hallo und Glück auf zum Legendentalk nach dem Spiel des FC Schalke 04. 0:0. Wieder kein Sieg geholt, aber immerhin der erste Punkt, wenn man was Positives herausstellen will, unter neuem Trainer Kees van Wonderen. Ja, wir haben hier wieder unsere Legenden sitzen und ich bin sehr gespannt, was sie dieses Wochen oder nach diesem Spiel uns alles sagen und ob sie vielleicht irgendwo eine kleine Erklärung finden. Erstmal hallo und Glück auf. Klaus Glück auf, Fischer guten Tag, und Ricardo. Rüdiger Bromczyk, hallo. Ja, 0:0. Es gibt Ja, ja gute gute 0:0. Es gibt ja wirklich gute 0:0. Es ist ja schwer für uns Legenden, was zu sagen. Weil die letzten Wochen sind Niederlagen da gewesen. Jetzt haben wir ein Unentschieden geholt. Wenn es mal hinten einigermaßen passt, ja, geht vorne nichts. Schießen wir vorne drei Tore, kriegen wir hinten fünf rein. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Man muss eigentlich versuchen, zusammen, sage ich mal, in die Offensive zu gehen, was zu reißen, durch Pressing, durch irgendwas. Und dann eben auch alle wieder zurück und verteidigen. Beides findet ja, abwechselnd statt. Jetzt in Ulm 0-0. Die hatten auch keine so große Chance, aber Ulm ist auch keine so tolle Mannschaft. Und hier gegen Darmstadt Tore reingekriegt ohne Ende, wo man geführt hat. Da muss man zusammen was rausfinden. Woran liegt das? Bleiben die vorne stehen? Kommen die nicht zurück? Helfen die nicht mit? Aber das muss man rausfinden. Aber das müssen die rausfinden, nicht wir. Weil das kann ja nicht so weitergehen. Wir brauchen bloß in die Zeitung schauen, wo wir stehen. Da brauchen wir gar nicht reinschauen. Relegationsplatz mittlerweile. Ja, jetzt kommt Regensburg. Das sind Letzter. Und wenn die gewinnen gegen uns, dann sind die vor uns. Ja. Das ist unbegreiflich. Also ich fand das Nein. Spiel katastrophal. Also davon ab katastrophal deswegen auch, weil als ich die Aufstellung gesehen habe, vier Mann hinten, fünf vor der Abwehr, ein Stürmer, also. Und der Stürmer ist Abwehrspieler. Naja, nein, Der ich meine Bachmann. jetzt den Karaman, meine ich jetzt Ja, der als Karaman. einziger. Aber der Bachmann und so. Wenn man die Aufstellung gesehen hat, dann hat man einfach gesehen, dass wir in Ulm mauern wollten. Ganz einfach. Ganz einfach. Die haben mit fünf defensiven Mittelfeldspielern eigentlich im Mittelfeld gehangen. Und das ist dann auch schwer für so eine Mannschaft wie Ulm, da ein großes Spiel aufzuziehen, weil unsere haben sich ja immer zurückgezogen. Sie hat sich ja nicht einer angegriffen oder mal was probiert. Also ich fand das Spiel grausam. Also ich habe so ein grausames Spiel schon lange nicht mehr gesehen. Am liebsten wäre ich nach 20 Minuten abgehauen, weil wir haben das Spiel auch gesehen. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ändert sich das Spiel nochmal und. Aber so, wie wir Fußball spielen, geht überhaupt nicht. Da wirst du keinen Blumentopf holen. Also weder nach vorne, nach hinten waren wir dann auf einmal auch unsicher. Komischerweise, dass wir trotzdem so viele Leute hinten waren, knallte einer an der Latte, dann war dann der ein oder andere Schuss, den sie noch abgeblockt haben. Ich weiß nicht, was das für ein System war. Und wenn man hörte, dass er gerne defensiv spielt, gut, dann soll er defensiv spielen, aber ich kann doch nicht auswärts mit einer Spitze hingehen. Oder, was ich jetzt natürlich so in der Mannschaftsaufstellung gesehen habe, keinen Stürmer mehr mitnehmen. Das heißt, aus der U23 oder was weiß ich, aus der U19 mindestens einen Stürmer noch mitnehmen. Wenn sich jetzt Karaman irgendwo mal verletzt hätte, hätten wir also mit 11 Mann und keinen Stürmer in diesen 11 Mann. Das kann doch nicht sein. Also ich bitte, wir sind Schalke 04. Und Ulm ist ja jetzt nicht eine Truppe gewesen, die uns an der Wand spielen kann. Ja, die haben ordentlichen Fußball gespielt, da sind ein paar anständige Ochsen bei, sehr große Jungs dabei, wo du aufpassen musst, dass bei Standards, aber das ist doch nicht eine Truppe, wo du Angst haben musst. Und da stehen wir mit 10 Mann hinten und pölen die Bälle kreuz und quer weg. Ja, und als Younes Normal. reinkam, ja, Younes kam ja rein, aber das war, na, was ist das, eine Viertelstunde vor Schluss. Dann ging es auf einmal ein bisschen. Ja, Aber aber das nur kann ja, er, nur ja, er. das sage ich ja. Nur Aber das kann ja allein. nicht sein, dass wir so einen Fußball spielen. Aber wir haben doch, guck dir doch die U23. Die sind am Abstiegsplatz.
Was soll denn da groß rauskommen? Wo steht die U19 denn? Die Preußen Münster oder Meppen oder Gewinn haben sie gespielt? Unentschieden. Ja, da ist wahrscheinlich auch nichts drin, denke ich mal. Also das wird man mal probieren, also ein junger Spieler wie damals, Olaf kam aus der A-Jugend raus und hat einen Pokal gegen Bayern oder was gerissen als 18-Jähriger oder 19 oder 17-Jähriger. Aber da ist doch so wenig das, sonst würde, wenn die auffallen würden in ihren Spielen, in der Klasse, wo sie spielen, da wird... Ja, aber trotzdem muss ich doch einen Stürmer mitnehmen. Ja. Ob der ist, ja. Also es ist ja nicht so, dass die U23, die jetzt so schlecht stehen, nur weil die Stürmer, ich habe jetzt 4 Spiele gesehen und ich muss ja ganz ehrlich sagen, da ist immer einer bei, auch vorne, den du mal einsetzen kannst. Aber wir haben doch nicht einen in Ulm nicht einen Stürmer mehr bei gehabt, Klaus. Wir haben nur Abwehrspieler bei gehabt. Also ich fahre doch nicht nach Ulm und nehme den Karaman mit und hoffe... Ja, jetzt habe ich auch wieder gehört, der Younes hat gesagt, er wäre fit gewesen, ja, und er weiß gar nicht, warum er jetzt nicht sofort mitgenommen worden ist. Das ist mir alles so wischiwaschi, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, wenn wir verlieren, komischerweise, am Montag sind sofort 8 Leute krank. Warum? Ich kann ja genau sagen, warum. Weil sie die Woche darauf, ja, entweder ein Heimspiel haben, oder ein schweres Auswärtsspiel, dann sagen sie, ach, weißt du was, da setze ich mal lieber aus, weil ich habe hier oben im Oberschenkel was. Das kann doch nicht sein, dass nach einem Spiel ein Lasse, ich weiß gar nicht, wo verletzen die sich denn? Im Training oder was? Wenn die wenigstens im Training so reinhauen müssen, dass die Fetzen fliegen. Aber das machen die doch auch nicht. So, da sind auf einmal 4, 5 Leute verletzt. Ich frage mich nur, wo? Die Stürmer, wo sind die ganzen Stürmer, die wir da haben? Das ist für mich unbegreiflich. Die können doch nicht alle auf einmal verletzt sein. Das sind Hosenscheißer. Die scheißen sich in die Hose, weil die Situation jetzt zur Zeit ganz schlecht ist. Und deswegen meinen sie, aua, aua hier, aua da. Oh, da setze ich mal lieber aus, da warte ich mal nächste Woche. Vielleicht gewinnen wir diese Woche. Dann komme ich nächste Woche wieder da hinzu und dann kann ich wieder gucken. Ja, das verstehe ich nicht. Da stimmt doch hinten und vorne was nicht. Ja, ich habe da jetzt keine Ahnung, was mit den Jungs da los ist. Die sind total verunsichert. Sie haben Angst. Klaus, dann müssen sie einen neuen Beruf nehmen. Ja, ich bitte dich. Du kannst doch nicht immer sagen, verunsichert. Ja, sie sind Fußballer. Du spielst mal schlecht, mal gut, aber du kannst doch nicht immer sagen, oh, die sind alle verunsichert, jetzt muss ich aber mal zu Hause bleiben, weil ich verunsichert bin. Ja, mal, hallo, dafür werden die gut bezahlt bei uns und die spielen nicht für Schalke. Das ist doch nicht, als wenn ich verunsichert, klar bin ich verunsichert, aber kämpfen, rennen, ja, und mich bemühen, dass ich da irgendwie das Spiel rumkriege, das kann ich aber. Du hast es richtig gesagt. Dass ich, und das fängt beim Training an, dass ich beim Training so spiele wie im Spiel. Mit Aggressivität, mit Zweikämpfe und so weiter. Das hatten wir doch auch teilweise. Waren auch Spieler da bei uns, die im Training auf die Socken gehauen haben, bis geht nicht mehr. Ja, aber das haben die dann im Spiel ja auch teilweise getan. Nicht alle, aber der größte Teil. Und das musst du da auch fordern. Von den Jungs, aber nicht, da kommst nicht dumm. Weil wenn du dumm spielst, dann kriegst du gelbe Karten, gelb-rote Karten. Ja? Und das dann so richtig zu entscheiden, wann ich richtig zur Sache gehe und wann nicht, ja, das ist jedem Spieler, muss das selbst rausfinden. Da kannst du ihm nicht mehr sagen, da musst du reinhauen oder da, nein. Gewisse Situationen lesen, erkennen, wann ich hingehen muss. Ja? Und du sagst es richtig, Ulm, wer ist Ulm? Wir sind aufgestiegen. Aber wir hatten bis auf die Chance von Younes, das war praktisch zweimal hintereinander, so nichts. Und das ist ja nicht nur jetzt in Ulm gewesen, das ist in verschiedenen Spielen auch so gewesen, dass nichts, gar nichts kommt. Da muss man sich schon überlegen, warum kommt da nichts? Ich muss vielleicht noch mal ein paar Tage zurückgehen, dann hatten wir ja auch DFB-Pokal. Schade, man ist ja
leicht vor Ort geblieben und mit dem Bayerischen Raum war Württemberg ausgeschieden mit 13-0, aber alle sagten, die zweite Halbzeit wäre positiv gewesen. Habt ihr das auch so erlebt, dass man da schon irgendwie Punkten hoffen und schöpfen könnte, was sich das Röhrner aber leider nicht gezeigt hat? Ja, wenn ich 3-0 verliere, was ist da positiv? Ich habe 3-0 verloren. Weil ich da vielleicht ein bisschen mehr gemacht habe? Nein. Das Positive ist das, wenn ich 1-0 hinten liege, dass ich dann was reiße. Das ist positiv. Aber naja, nicht untergegangen oder so. Nicht 6-0 verloren oder so. Sondern nur 3-0. Man darf auch nicht im auch wenn es Bundesliga ist. Man darf im Pokal aber auch nicht vergessen, die zweite Halbzeit haben beide Mannschaften eigentlich schlecht gespielt. Ja, Augsburg hat auch nicht mehr, die haben 5 Leute ausgewechselt gehabt und dadurch sind unsere natürlich haben die ein bisschen besseres Spiel gemacht. Aber es war ja nicht so, dass wir jetzt Hurra-Fußball gespielt haben und gesagt haben, wir kommen in der Runde weiter. Das war alles wiki-wiki und da mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Ja, aber das war doch nicht irgendwo, dass ihr sagen würdet jetzt, naja gut, jetzt außer Karaman sein Abseits-Tor, was er da geköpft hat, sonst hatten wir doch gar keine Chancen richtig gehabt. Das war wieder so ein Spiel, keiner tut keinem weh, also wir gewinnen hier 1-0 und dann sind wir eine Runde weiter. Wann haben wir denn aufs Tor geschossen? In der 80. oder 85. Minute, das war eine Rückgabe, kein Torschuss. Also mit dem System, was der Trainer hier zurzeit spielt. Also ich habe gehört, der Trainer will gerne auf 0-0 gehen. Ja, aber steigst du auch ab mit 0-0 in jedem Spiel? Sehe ich genauso wie du auch, Klaus. Wenn du so Fußball spielst, so wie jetzt in Ulm, also da gibt es richtig Probleme. Ja, ich bin mal gespannt. Also was mich auch immer wieder jetzt so spannend macht, ich bin mal gespannt, wer jetzt hier beim Spiel gegen Regensburg wieder fit ist. Es kann doch nicht sein, dass einer 4 Tage nichts macht und dann sagt, ich bin wieder fit. Ja, was hat er denn für eine Verletzung? Wird denn da gar nicht mal reingeguckt? Guckt denn da keiner mal? Dann muss man doch mal zu denen sagen, pass mal, du warst 4 Tage verletzt. Jetzt machst du aber mal 4 Tage eine richtige Vorbereitung wieder, wenn du im Kader rein willst. Aber bei uns ist das nicht so. Dann kommen die wieder, schieben die gleich wieder im Kader rein, dann fangen sie an Fußball zu spielen und dann spielen sie eine Katastrophe. Das kann doch nicht sein. Es ist kein Plan da, wo ich sage, du pass mal auf, du hast ausgesetzt eine Woche lang. Jetzt wirst du eine Woche lang trainieren, um wieder im Kader reinzukommen. Ja, das würde ich gerne mal sehen. Dann wären wahrscheinlich nicht so viele Verletzte da, weil nämlich dann die Woche, die ich mit denen trainieren würde, würde ich nämlich so Gas geben, dass ich sagen würde, siehst du, du musst was aufholen, mein Freund. Und dann ist das so. Aber bei uns, wir sind verletzt, kommen gleich wieder rein, spielen ein bisschen wieder mit, als wenn nichts gewesen wäre. Und das irritiert mich. Und das irritiert mich so sehr, dass ich sage, es kann nicht sein, dass pausenlos verletzte Spieler wieder einfach reinkommen und sagen, ich bin wieder da, Herr Lehrer, ich bin wieder da, ich kann jetzt wieder mitspielen. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch keine Erziehung in einer Mannschaft. Wenn der eine Woche ausgesetzt hat, muss der eine Woche lang trainieren. Aber so hart, dass er sich nächstes Mal überlegt, oh, beim Auerchen, beim bisschen wenig, oh, jetzt muss ich doch lieber mich durchbeißen, ja, bevor ich da irgendwo jetzt eine Pause mache. Und das irritiert mich. Egal, wie wir spielen. Ja, wir haben uns auch vor Wochen unterhalten, ob die Mannschaft überhaupt fit. Und die Mannschaft war nicht fit, weil wir 3 Spiele in der zweiten Halbzeit verspielt haben. War in Nürnberg so. Ein krasser Unterschied zu der ersten und zweiten Halbzeit. Das war hier gegen Darmstadt so. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit und gegen Hertha Berlin auch. Da haben wir gesagt, sie sind nicht fit. Und wenn ich nicht fit bin, geht es alleine auf den Trainer. Und da war eine Länderspielpause auch. Da ist die Möglichkeit da, dass ich Gas gebe, jeden Tag ohne Ende. Und dann bin ich fit und dann kann ich auch 90 Minuten mal Gas geben und den Gegner vielleicht so unter Druck zu setzen, dass er Fehler macht. Die machen auch Fehler, aber nur, wenn sie unter Druck stehen. Sonst nicht. Ja? Da kann er mit der Kreisliga B, wenn ich sie nicht unter Druck setze, machen die auch keinen Fehler. Ball dahin spielen, dann kann jeder. Aber wenn sie unter Druck alle sind, da kannst du sehen, was los ist. Und das machen wir nicht. Und deswegen
Einmal kriegst du keine Chance. Wenn du 90 Minuten spielst, okay, in Ulm, nur eine Chance hast vor einem Spieler, der reinkommt, der auch ein Dribbling kann und der einen Abschluss hat und so weiter. Das kann es nicht sein. Oder? Ja, aber das müssen wir auch bestellen. Aber Klaus, wir spielen ja aber auch eine Katastrophe. Ja. Ich weiß gar nicht, was der einstellt. Also das ist jetzt mittlerweile, ich wurde ja die ganze Zeit lang bei den Trainer in Schutz genommen, aber jetzt kann man ihn ja fast nicht in Schutz nehmen. Denn so ein grausamen Fußball, das ist der grausamste Fußball, den wir zurzeit spielen. Ich weiß nicht, was er denkt. Ich weiß nicht, wie er Fußball sieht, wenn er sagt, ah, die Null muss stehen. Ja klar, beim Steven stand die Null auch. Aber wir haben aber auch Tore gemacht. Mal ein oder zwei und haben immer noch Spiele gewonnen. Ja, du, das heißt doch nicht, wenn die Abwehr hinten zu Null spielt, dass du vorne nichts mehr machen darfst. Also das hat doch mit Fußball nichts zu tun. Ja, ich will doch ein Spiel gewinnen. Klar will ich haben, dass ich zu Null spiele. Aber das ist doch eine Sache gegen solche Mannschaften. Jetzt sagen die natürlich einen Punkt. Wir haben vorher auch gesagt, oh, wenn wir einen Punkt holen, ist gut. Aber habe ich auch gesagt. Aber doch nicht so grausamen Fußball. Wie willst du denn mit so einem grausamen Fußball ja, noch weitere Punkte holen? Und Regensburg hat uns auch beobachtet, wie du immer sagst. Die sind auch hingefahren wahrscheinlich, haben gesagt, lass uns mal die Schalker beobachten. Logisch. Also so wie wir jetzt gespielt haben. Mit einer Spitze und 10 Mann hinten drin. Ja, hallo, gute Nacht. Also, Regensburg scheint jetzt groß motiviert zu sein. Hat 2 Spiele in Folge gewonnen, sind im DFB-Pokal weiter, haben am Wochenende gewonnen, kommen immer näher. Ja, sie, die haben gegen 4. Aber da ist immer näher, René. Die sind dran. Ja, die haben geführt gewonnen, wo wir klanglos verloren haben. Ja, und die werden hier hinfahren. Und nicht so hier sich hinten reinzustellen. Ja, nein, die wissen jetzt auch unsere Schwächen. Ja, aber wenn du siehst, Klaus, unser ganzes Mittelfeld, das ist doch eine Katastrophe. Ja, Bachmann spielt da vorne. Bachmann ist, meine Güte, der Bachmann ist doch kein Stürmer. Der ist groß, dem muss er auf den Kopf treffen, dass er mal ein Tor macht. Aber unten ist er doch, am Ball ist doch sowas von schwach. Seguin, den habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der treibt sich da hinten irgendwo rum, spielt da so ein bisschen so einen Eiertanz, mal rechts, mal links, ja, kommt nicht richtig, wenn ich schon mit 5 Mittelfeldspielern spiele, da muss doch mal auch mal einer schießen, irgendwo mal eine Lücke geben, wo man sagt, da sprinte ich mal rein und dann schieße ich mal. Da siehst du gar nichts, wir schießen nicht, wir spielen quer, 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 quer. Ja, und wenn du siehst, Ulm, die haben uns ein paar Mal zwischen 3-4 Leuten haben die durchgespielt. Da standen wir mit 3 Leuten so und hinter uns war ein Ulmer gewesen, der auf einmal losgelaufen ist. Ja, das ist einfach zu wenig. Und mit so einem grausamen Fußball kommen wir nicht weiter. Und da kann der Trainer mir erzählen, was er will. Also so ein Fußball darf hier in Schalke nicht gespielt werden. Ja, mir wird sowieso Angst und Bange, wenn man so sieht. Weil es ist ja nicht nur ein Spiel, nicht 2 Spiele. Die ganze Saison über haben wir wie viel? 9 Punkte? 9 Punkte, muss man sich mal vorstellen. Schalke 04. Damit schlechter als im Vergleich zur vergangenen Saison. Ja, wie lange haben wir gezittert? Und die Frage ist ja die, wie soll das besser werden? Wie wird das besser? Tim Wuppland ist jetzt hochgezogen worden als Co-Trainer. Ja. Wunderbar, freue ich mich drüber. Wunderbar. Ja, der hat lange hier gespielt, gar keine Frage. Der hat lange hier gespielt. Hat er mich? Seid ihr mich gefordert? Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. Und der spielt er nicht. Nee, aber der unterstützt dann wahrscheinlich. Der Tore hat auch nie geschossen. Vielleicht sollen sie mal die richtigen Leute aussuchen. Ja? Die richtigen Leute, die mal ein bisschen sagen, hör, pass mal auf, so läuft das hin. Glaubst du denn, dass der was sagt? Der kommt jetzt von der A-Jugend dahin. Der hätte erst mal 4 Wochen am Maul auf Deutsch gesagt. Sagt kein Wort. Bin ich fest von überzeugt. Es muss doch mal dazwischen gehauen werden. Es kann doch nicht sein, dass da jetzt wieder einer hinkommt und nur weil er jetzt ein neues Training ein bisschen macht, ja, da muss einer hinkommen, der sagt, so pass mal auf, so geht's hier nicht. Und sonst gar nichts. So ein Kinderkram ist das. Das ist nur eine Verschieberei.
So ein Scheißdreck da. Dann soll er mal was sagen und soll mal hingehen und sagen, Trainer, hör mal hier, so läuft's nicht. So können wir nicht spielen. Ich bin da jetzt auch schon seit 5 Jahren hier. Aber das wird er nicht machen. Ja? Und das ist doch das, worüber ich mich aufrege. Es werden immer die falschen Leute hingestellt. Und immer wird gesagt, naja, mal gucken, ja, das ist der auch dabei, ja, und. Aber die sagen doch nichts. Das sagt denen doch keiner was, den Spielern. Also, was? Das zu hören, hört er wieder ein richtiger, guter, ja, Motivator. Nicht Motivator, aber ich sage es dir eins. Unter solchen Voraussetzungen, was wir haben, kannst du mir glauben, da würde ich aber Stoff geben. Da würden die aber lachen, wenn ich da hinkommen würde. Das sage ich dir. Also so geht's nicht weiter. Stell dir mal vor, so ein Rudi Assauer wäre hier gewesen. Weißt du, was hier los gewesen wäre? Der hätte den Arsch reingetreten bis unter die Decke. Und das kann es doch nicht sein. Fußball ist, das soll Freude und Spaß machen. Aber mittlerweile ist das doch hier kein Spaß mehr. Mittlerweile macht es doch schon manchmal gar keinen Spaß mehr zuzugucken. Ja, und wenn jetzt hier so ein hoher, noch ein Co-Trainer kommt, ja, meinst du vielleicht, das wird jetzt auf einmal besser? Ja, also ich bitte euch, also komm, also wenn Norbert Elgert da hinkommen würde, der was dargestellt hat, ja, der wirklich gute Arbeit schon gemacht hat, dann würde ich vielleicht sogar sagen, ja, aber ein Co-Trainer von Norbert Elgert soll jetzt die erste Mannschaft führen, mitführen? Ja, ich bitte euch, ey, also Freunde, jetzt hört mal langsam auf, ey. Ich kann nicht mehr. Lass uns mal kurz durchatmen und machen ein bisschen Werbung eigene Sache. Wir haben jetzt 12 Lieder bei uns auf der Internetseite von YouTube, auf der Legenden-Talk-Seite. 12 Vorschläge, wo es natürlich um euch beiden geht, gesucht wird. Der Titelsong für den Legenden-Talk. Ihr könnt alle abstimmen, Daumen nach oben, für die Lieder, die euch besonders gefallen, und dann bis die einer herauskristallisiert, der kann das ganz besonders. Er hat 12 Lieder zusammengestellt, und dann gibt es bald vielleicht ein neues Legenden-Talk. Also, fleißig mitmachen. Ja. Ich bin kein Liederexperte. Aber lass ich ein A wieder. Ja, wir werden dann schon zusammen singen. Also, ich finde die Lieder geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die richtig gut. Und na gut, du bist ja mehr erwähnt als ich, das ist natürlich jetzt nicht so gut, trotzdem finde ich die Lieder finde ich einfach nur klasse. Und man macht mal ruhig mit, und wir würden uns freuen, wenn ihr ein tolles Lied da aussuchen würdet. Und wann singt der Klaus und ich irgendwann mal? Ja, freuen wir uns sehr drauf. Text haben wir leider noch nicht drin, aber in 14 Tagen. Deutsche Hitparade. Ja, irgendwie so. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen ruhiger gestimmt. Ganz kurzer Ausblick, auch wenn wir es schon gemacht haben. Regensburg, Heimspiel. Kommen wir jetzt ordentlich Motivation. Ja, ist ja logisch. Die haben jetzt 2 Spiele im Pokal und sie haben 2 Spiele gewonnen. Die fahren hier hin und werden keine Angst haben, weil die stehen auch und die müssen auch was tun. Gar keine Frage. Um da unten rauszukommen, die Chance ist groß. Weil die, sicherlich, man wird immer beobachtet vom Gegner. Gar keine Frage, wir beobachten die ja auch. Wie spielen die und so weiter. Und deswegen, ja, man muss sich mal vorstellen, wenn das in die Hose gehen sollte, da bin ich mal gespannt, was da passiert. Weil das lässt sich der Fan auch nicht mehr gefahren. Diese Situation, die wir haben, mit diesem Fußball, den wir spielen, und mit der Angst abzusteigen, die ist da. Wenn einer sagt, nö, wir schaffen das schon, nein. So einfach wird das nicht. Weil da muss man sich die Frage stellen, sind wir überhaupt in der Lage, wie wir da unten rauskommen? Der Retter spielt mal aus nach dem Spiel, wenn das Spiel fehlt, dann die Mitgliederversammlung am 16. November. Ja. Da könnte es ordentlich knallen. Und die Aussage, die mal getroffen wurde, in allzu langer Zeit, in ein paar Jahren wohnen wir unter den ersten 6 der Bundesliga. Diese Aussage. Ja, da werden, denke ich mal, der eine oder andere die Frage schon da stellen. Ja, ich bin auch gespannt auf die Jahreshauptversammlung, wie das abläuft. Da bin ich gespannt. Ja, Regensburg, also
wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, wenn du Regensburg hier nicht schlägst, dann musst du, also so einen Riesenschnitt musst du dann hier in dem Verein machen, das geht ja gar nicht weiter. Aber also das Schnitt geht überhaupt nicht weiter. Da kannst du mit keinem Trainer weiterarbeiten und. Ja, wir können ja dann brauchst du gar nicht drüber überlegen, zu sagen, bleibt der Trainer oder bleibt der Trainer nicht. Jetzt wenn du das Spiel nicht gewinnst, müssen Köpfe raus. Ganz einfach. Das ist so im Fußball. Und da wird der Trainer wahrscheinlich seinen ersten Kopf rollen. Also davon bin ich fest überzeugt. Lass mal auf der Jahreshauptversammlung, lass mich mal einmal auf der Jahreshauptversammlung, klar wird es da Leute geben, die sich aufregen. Es wird immer so sein. Das war schon früher so. Es wird natürlich auch sein, und wie du gerade gesagt hast, wenn da Leute oben hinkommen und Fragen stellen, dann muss man die Fragen auch beantworten. Und ich glaube, dass in diesem Jahr, also ich hoffe nur für den Verein, dass wir am Sonntag gewinnen, dass wir auf der Jahreshauptversammlung keine Tumulte kriegen. Das ist das Einzige, weil es könnte Tumulte kommen. Wenn wir das Spiel auch noch verlieren, dann könnte ich, glaube ich, mir gut vorstellen, dass der ein oder andere da nach vorne geht und dann auch wird es ein bisschen lauter in der Halle oder viel besser hier im Stadion. Also das könnte dann lauter werden und da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ja. Der Leidtragende, egal was passiert, ist immer der Verein. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte, aber ich denke mal, das kommt nicht von ungefähr. Ach Klaus, aber auch die Fans, du darfst ja nicht vergessen, die sind 600 Kilometer mit dem Zug oder was weiß ich, da runtergefahren. Die sind erst nach Augsburg, dann sind die nach Ulm und was nicht alle. Hör mal, die Jungs, die tun mir richtig leid. Fahr mal 600 Kilometer mit dem Zug. Ist ja nicht so, als wenn du mal hier vorne von Buhr nach Gelsenkirchen fährst. Aber das ist doch, hör mal, da muss ich doch mindestens so viel Gas geben, dass ich sage, dass die Jungs wieder im Zug einsteigen und sagen, okay, wir haben ein bisschen Pech gehabt heute, haben wir nur einen Punkt geholt, aber die haben ja gut gespielt. Aber die steigen im Zug ein und sagen, hör mal, war ein Katastrophenspiel. Tja. Ja, und das kann es doch nicht sein. Also man kann es auch nicht mit den Jungs oder auch mit den Fans so umgehen, dass man einfach sagt, naja, die interessieren uns gar nicht, was die machen. Also das funktioniert auch nicht. Also da muss man hier gegen Regensburg alles machen, aber auch alles machen, ja, um dieses Spiel zu gewinnen. Und wer sich am Freitag oder am Samstag, will ich sagen, wer gibt hier Gas? Hand hoch, wer nicht? Und wenn einer nicht die Hand hebt, dann okay, dann gehst du, bleibst du raus. Aber die Leute, die die Hand hier heben, wenn ihr nicht hundertprozentig Gas gebt gegen die Truppe, ja, dann gibt's aber einen Knall. Dann gibt's aber einen richtigen Knall. Und das ist mittlerweile, die verstecken sich nur noch alle. Ich sehe nur noch so Verstecker. Ja, die verstecken sich alle nur noch hinterm Verein. Spieler verstecken sich, ja, wird schon irgendwann, im letzten Jahr war es ja auch so, und dann sind wir noch Zehnter geworden. Ja, aber du kannst nicht immer sagen, es läuft auf einmal ein bisschen besser, weil danach hast du erstmal ein paar schwere Gegner. Darfst du ja nicht vergessen. Stell dir mal vor, wir holen hier nur einen Punkt gegen Regensburg. Dann spielst du, glaube ich, in Hamburg. Ist das richtig? Weiß ich jetzt nicht genau, aber dann hast du, glaube ich, drei schwierige Spiele, die du auch alle drei verlieren kannst. Also Freunde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so ein Fahrwasser reinkommen, dass wir da nicht mehr rauskommen. Weil es heißt immer, wir haben eine gute Truppe. Ja, die Truppe muss mal Ärmel hochkrempeln und sagen, so, pass mal auf, jetzt geht's mal hier los. Aber das sehe ich in der Mannschaft nicht. Ich sehe es einfach nicht. Tut mir leid. Entweder stimmt da was mit der Mannschaft nicht, ja, dass da zu viele sind, die da sich verstecken, dann sollen sie die Hand hochheben und sagen, du, okay, ich kann's nicht, raus, der Nächste rein. Ja, aber so funktioniert das nicht mehr. Also wir haben jetzt die ganze Zeit hier lieb über die Mannschaft geredet, aber jetzt in der Situation, wenn ich sehe, wo wir stehen, also Freunde, ehrlich nicht, also das geht nicht weiter so. Ich werde dir nicht widersprechen. Ja. Ich habe tatsächlich in Hamburg als nächstes dran, nach Kaiserslautern. Ja. Ja, Betzenberg wissen wir auch, was das ist. Heimspiel. In Hamburg und Betzenberg. Ja, aber das ist immer das gleiche Spiel. Die werden Schalke immer beobachten. Ja, die beobachten den Gegner.
und wissen dann auch, wie sie sich zu verhalten haben gegen diesen Gegner. Und welche Probleme der hat, das wissen die. Wir müssen so schnell wie möglich wieder unsere Spieler in einer, aber wenn wir, in wenn einer wir Gas Form geben, reinbringen. Wenn ja? wir alle Druck machen ohne Ende, 90 Minuten, das sind die dann auch. Ja? Und das ist entscheidend. Wenn das nicht kommt und wir gegen Regensburg vielleicht nicht gewinnst oder verlierst sogar, auch alles sehen die. Und da wird analysiert, was Schalke gegen Regensburg gemacht hat, wie die die Schwierigkeiten gekriegt haben. Das. Und da wird der jeweilige Trainer wird dann dementsprechend schon drauf reagieren. Tja. Und dann wird es immer düster, wenn das. Ich hoffe ja nicht, dass es wirklich so weit kommt. Aber die Gefahr ist einfach riesengroß. Ja, nach dem Spiel, was wir jetzt in Ulm gesehen haben, also, da tut mir leid. Also da, ich bin sowas von enttäuscht gewesen, ja, wo ich gesagt habe, okay, man kann auch mal Abwehrspieler reinpacken, mehrere Abwehrspieler, aber dann muss ich doch mindestens mal irgendwo ans Tor kommen, irgendwo mal ein bisschen Torgefährlichkeit haben. Es kann doch nicht sein, dass du eine Chance hast in 90 Minuten oder in 95 Minuten, wie lange die spielen. Ja? Und dann kommt noch einer rein, der 20 Minuten gespielt hat und der hat die einzige Chance. Also, es gibt selten einen Abwehrspieler, der gefährlich ist. Selten. Aber es gibt Stürmer, die können schon gefährlich sein, weil sie über Jahre da spielen. Der Armin hat es gesagt, U19 Shibana ist ja. So ein Thema, der wird mal aufsteigen zu den Profis, der macht ganz gute Spiele. Ja, vor allen Dingen, weißt du, René, das Problem ist doch, warum nehme ich den nicht mit? Warum baue ich den nicht ein? Ich sehe doch als Trainer die ganze Woche, wer verletzt ist. Und wenn ich doch keinen Stürmer da sehe, alle verletzt, dann gehe ich zu U19 oder U23 und packe mir zwei und rede mit den Trainern, was glaubt ihr, Jungs? Oder er guckt sich die mal an, so wie ich habe jetzt 4 Spiele gesehen von der U23. Da kannst du sicherlich immer einen gebrauchen. Immer. Aber wenn du gar keinen Stürmer, wenn du einen Bachmann vorne reinstellst und mit dem Bachmann Fußball spielen willst, ich habe gar nichts gegen den Jungen, der bemüht sich ja. Aber wenn ich einen Bachmann reintue, dann muss ich mit langen Bällen arbeiten, weil der groß ist, Kopfball stark ist. Dann muss ich gucken, dass er was zurücklegt und dass die anderen nachrücken zum Schießen, wenn ich schon so ein System mache. Ja, da muss ich doch ein System im Kopf haben. Da muss ich sagen, Bachmann, geh du weiter vor, wir machen mit langen Bällen und du spielst zurück oder wie auch immer, Kopf zurück und die anderen schießen. Rücken da. Ja, aber das ist doch nicht so gewesen. Das Loch zwischen Karaman und Bachmann und Mittelfeld. Habt ihr das mal gesehen? Aber 30, 40 Meter. Also ich bitte euch, wer will denn davon? Willst du von 100 Meter draufschießen oder was? Ja, und wenn du eine Chance hattest durch Jürgens, der reingekommen ist, da kann man schon sehen, dass da nichts gesprochen wurde drüber. Nee, überhaupt nicht. Geht gar nicht. Lassen wir das alles so stehen und haben wieder mal der Dinge und hoffen auf gute Besserung am Regensburg. Ja, also ich kann nur eins sagen. Was soll man denn sagen, wenn es wieder in die Hose geht? Was soll man denn sagen? Da brauchen wir gar nicht mehr hier anreden. Ja, also wir sind doch die Letzten, ja. Die Allerletzten, wenn Spiel ist, und das ist gut, dass wir sagen würden, nee, die haben scheiße gespielt. Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich doch auch, wenn wir gewinnen. Ja, aber ich sehe das Spiel anders. Ich kann Spiel gucken und sehen, was ist da los mit der Truppe. Und das ist so das Problem. Du musst doch irgendwas sehen und sagen, immer da fange ich jetzt mit an, im Training oder da, dann wird das Spiel vielleicht ein bisschen besser. Aber ich sehe das nicht. Ich bin gleich mein Abi ist ja von Jugend auf Schalke. Ich bin dazugekommen als Urbayer, kann man sagen, aber ich lebe hier. Ich habe hier 11 Jahre gespielt. Und wir leben für den Verein, tun auch einiges für den Verein, sind unterwegs und müssen auch erzählen,
was los ist. Was ist los? Die Fans fragen uns ja auch. Was geben wir da für Antworten, wenn man sowas immer sieht? Die Fans tun uns leid. Die fahren, ja, hat sie gesagt, die fahren 500, 600, 700 Kilometer. Das ist nicht so, dass hier 60.000 aus dem Umfeld kommen. Nein, die kommen überall her und fahren dann so enttäuscht wieder nach Hause. Das ist wirklich, da tun mir die Leute, die Fans, die tun mir nicht. Das ist ja auch, René, jetzt unterhalten Sie sich über den Sportdirektor. Was für ein Sportdirektor? Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt darüber nachdenken über uns, einen Sportdirektor von irgendwo zu holen. Der braucht auch 5 Wochen und sagt, oh, ich muss erst mal gucken, was hier los ist. Der war ja schon mal hier. Da möchte ich immer mal was zu sagen. Als der hier war, ja, hat er nur die Tasche vom Held getragen. Ja, die Tasche vom Held getragen. Und der wird jetzt Sportdirektor bei uns. Ja, aber da war gute Nacht. Das sage ich dir aber. Das ist meine Meinung. Und da kann er ruhig hören und sehen und kann mich auch verurteilen deswegen. Aber der wird uns hier nicht weiterbringen. Nur weil er ein Freund vom Held ist? Nee, Freunde, das tut mir leid. Also, ey, tut mir leid. Das hat mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Und kommt mir bitte hier nicht und sagt, ein Sportdirektor, der muss keine Ahnung vom Fußball haben. Ein Sportdirektor muss Ahnung vom Fußball haben, wenn ich einen hole. Und der muss auch was sehen, was in der Mannschaft nicht stimmt. Und da muss der mal dazwischen gehen. Und das traue ich dem nicht zu. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das traue ich dem nicht zu. Das war in Hannover schon, wie der in Hannover war. War es nicht das Gelbe vom Ei? Also, Freunde, bitte, überlegt ganz genau, lieber Vorstand, bitte, überlegt ganz genau, was für Leute ihr hier wieder hinholt. Dann holt aus euren eigenen Reihen, die wissen, wie es läuft. Aber nicht irgendwie Leute, die wieder 3 Monate brauchen, um zu gucken, wie es hier im Verein läuft. Also, bitte. So. Nochmal durchatmen, wir kommen zum Ende. Liebe Leute, denkt dran, sucht euch die Song aus, was Positives. Genau. Für die nächsten Tage auch das nächste Spiel kommt. Ganz bestimmt. Danke für eure Zeit, für eure Einschätzung und bis nächste Woche. Glück auf.